Ja, hallo. Heute schauen wir uns Whisky in the Jar an. Das ist ein irisches Volkslied, ganz oft gecovert worden, auch von Tinlissi etc. Es gibt verschiedene Versionen. Wir schauen uns heute eine normale Akustikversion an. Was wir heute mal probieren, dass wir ein bisschen eine andere Schlagtechnik reinbringen. Also wir machen es mit der reinen Bassbegleitung. Plus schauen wir heute, dass wir beim G-Dur und beim E-Moll die Bassseiten wechseln. Wie, das zeige ich euch gleich. Das Lied besteht bloß aus ein paar Akkorde. G, E-Moll, C und der Dora. Es ist so eigentlich recht schön durchzuspielen im Vierteltakt. Einzige Herausforderung ist, die letzte Zeile beim Refrain zwischen G und D und G ist ein ziemlich schneller Wechsel drin. Den bringt es aber nicht durchs Üben. Schauen wir uns einmal die Bassbegleitung an. Also, beim G-Dur, ich greife jetzt in G-Dur, wechselt man zwischen der E-Seite und der A-Seite. Das ist der Grundton, der G. Basston, Abschlag, Basston, Abschlag. Immer zwischen E- und A-Seite wechseln. Beim E-Moll ist das Einfache, darum machen wir es bei diesen beiden Griffen. Auch hier wechselt man zwischen der E- und der A-Seite. Immer die Bassseite anschlagen, Abschlag, nächste Bassseite, Abschlag. Wieder Bassseite, Abschlag. Und so wechseln wir die Bassseiten hin und her. Okay, dann packen wir es. Whisky in the Jar mit wechselnden Bässen. His eye was blowing up, far thing every now. Met with Captain Farrell, and his money was down. I first produced my pistol, I then produced my ring. Same stone and deliver, for you are my bonus. Thank you.
others came to light in the courage possible. But I take delight in the juice of a battle. Couldn't braid lessons on the mountain of Kilimanjaro, a measuring delight. Viel Freude beim Nachspielen mit dem wechselnden Bass. Bis bald!